Liebe Wetzikerinnen und Wetziker, liebe Kämpnerinnen und Kämpner, liebe Frau Schneider, liebe Jörg Schneider-Freund. Es freut mich, dass wir den berühmten und allseits bekannten Volksschauspieler Jörg Schneider mit dieser Namensgebung für den schönen Park ehren können. Rerotex heisst für mich Qualität für alle Arten von Bodybuilding. Rerotex ist sehr ein innovativer Betrieb. Profi mit langjähriger Erfahrung und Know-how auch im Detail. Das ist einfach cool. Ich finde es sehr gut, dass man den Tüdi-Park umbenennt, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Sie sich alle hier rundherum schauen, dann sieht, glaube ich, niemand den Tüdi. Und jetzt sollte man natürlich noch ein bisschen konsequenter sein. Nicht nur Jürg Schneider Park, sondern die Strasse sollte man auch noch umbenennen. Es ist mir persönlich eine grosse Freude und auch grosse Ehre, dass ich heute an diesem Anlass teilnehmen darf. Ein Mensch, der das Idyll, das wir hier haben, zusammenkommen, über alle Generationen hinweg sicher auch gefallen hat, ist der allseits bekannte Schauspieler Jörg Schneider. Wer kennt ihn nicht? Der Tödi Park, liebe Gäste, ihr habt es auch gehört, heisst ab heute, nach dem offiziellen Taufakt, Jörg Schneider Park. Ich bin sicher, Jörg Schneider hat die Ehrung auch Freude gemacht. Also, viel zu sagen habe ich ja nicht, aber ich danke allen Witzigen. Ich glaube, mehr kann man nicht mehr. Aber den Stein liebe ich sicher. Den liebe ich. Ich bin steinreich geworden. Bravo. Wunderschön. Jetzt haben Sie die wunderbare Tafel enthüllt. Was bedeutet die für Sie? Mich freut der Stein. Ein grosser Freund von Ihnen hat müssen gehen. Er lebt hier auf in diesem Park. Mit sehr, sehr viel Freude. Und auch mit einer gewissen Rührung, dass das hier stattfinden darf, bin ich hierher gekommen. Ich habe vorher ein bisschen rumgehört. Jedes, der da ist, hat eine Figur von Jörg Schneider, wo man sagt, das ist mir am nächsten. Haben Sie auch so eine? Ja, im Grunde genommen sind es natürlich ein paar. Weil wir haben natürlich wirklich sehr, sehr viele Sachen miteinander gemacht. Sei es von Tonaufnahmen bis zu Theaterproduktionen. In Zwetzigen gibt es wenig öffentliche Plätze, die nach Persönlichkeiten benannt sind. Gibt es da in nächster Zeit echt noch mehr? Ja, man kann nie Nein sagen. Wenn ich Jörg Schneider höre, fällt mir sofort der Kasperli ein. Jörg Schneider Park, Zwetzigen. Der Jörg Schneider Park. Einer von den bekanntesten, beliebtesten Schauspieler von der Schweiz. Was ist halt schon der Kasperli? Kasperli, Tritra, Tralala. Ich persönlich habe ihn natürlich wahrgenommen als kleiner Bub. Ja, schon als Kind. Ja, als Kind. Natürlich schon als Kind, also ganz klein. Bevor ich in die Schule bin. Das war natürlich in der Jugend. Den Park werde ich nutzen, um wieder mal an ihn zu denken. Ich gehe hier zum Mittagessen. Das Kaffee finde ich ist ein riesen Gewinn, wo man kann höckeln und schwätzen. Es ist wirklich eine tolle Anlage, zumindest in Wetzigen. Herzlichen Dank und auch Ihnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, alles Gute weiterhin, bleiben Sie gesund.